Menschen zu verbinden und zu bewegen ist eine Kunst oder ist Kunst. Finde ich ein schönes Wortspiel. Fabian, schön, dass du heute hier im Markenrebell-Podcast mit dabei bist. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Sehr gerne. Also es hat mich total gefreut, dass du Kontakt mit uns aufgenommen hast oder mit mir aufgenommen hast über LinkedIn. Dann hast du mir eine E-Mail geschrieben. Die E-Mail war ein Feuerwerk für mich. Und ich habe das gefeiert, habe dir sofort zurückgeschrieben, habe gesagt, hey, lass uns was zusammen machen. Und bevor wir loslegen, vielleicht stellst du dich selber nochmal kurz vor. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Ich bin Fabian, 31 Jahre jung und Papa, Ehemann, aber eben auch ein Macher und ein Kreativer, auch ein Lebenskünstler zu einem gewissen Punkt, weil du auch fragst, was machst du privat, was machst du geschäftlich, ist ja da immer die Frage Work-Life-Balance. Ich habe da für mich eigentlich ein eigenes Credo gefunden und das heißt Create Your Own Fusion, weil ich habe das Gefühl, wir leben in eigentlich einer privilegierten Zeit, in der wir das Private und das Geschäftliche viel besser eigentlich verbinden können, mehr denn je. Und von dem her ist diese Fusion bei mir eben eine künstlerische geworden. Meinen eigenen Job bezeichne ich als Creative Dynamo, das heißt ein kreativer Lichtbringer. Und Licht bringen wir um die Welt mit den Dundu-Großfiguren. Das ist mal so als ein kleines Intro, was ich so mache, was mich bewegt. Und ja, wie du schon gesagt hast, durch die Kunst kann man Menschen in Bewegung setzen und gerade so diesen Sprung aus dem Kopf mal zurück ins Herz, wo man auch ohne Sprache ein Gefühl schaffen kann. Da hat es mich einfach mit der Kunst gepackt. Ja, man hört es auch, das finde ich so schön am Podcast, man hört deine Leidenschaft jetzt schon. ich würde gerne mal erstmal eintauchen in dieses ganze Thema Work-Life-Balance. Du hast ja gesagt, du hast ja so deine eigene Form gefunden. Was bedeutet das für dich oder ab wann ging das so los, dass du gesagt hast, hey, eigentlich darf man das doch gar nicht trennen müssen. Warum kann das nicht verbunden sein? Ja, ich sehe es eben tatsächlich so, dass teilweise auch durch die Digitalisierung fallen sehr viele redundante Tätigkeiten weg. Und von dem her haben wir da heute die Möglichkeit, wirklich unseren Talenten, unseren Leidenschaften noch mehr zu folgen. Und von dem her war es eben für mich früher war es sehr viel mehr Sport, dann die Musik. Und ein Aha-Moment für mich war dann während meinem Auslandszivi in Mexiko, da habe ich mit Straßenkindern gearbeitet, auch diese Sache, man will einen Impact haben, man will was im Leben bewegen, weil die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, die ist auf jeden Fall irgendwie begrenzt, auch wenn es diverse Forschungen gibt, dass wir ein paar Jahre länger leben können werden, aber von dem her auch, man will was hinterlassen, man will Menschen bewegen, aber man will auch selbst sich, glaube ich, herausfordern, mehr zu geben, aber auch was beizutragen. Und von dem her war das auch für mich dann immer so, okay, was eine Mission zu haben. Ich glaube tatsächlich auch bei den ganzen internationalen Einsätzen, bisher war es immer am liebsten mit einer Mission unterwegs zu sein, weil dann kann man einen höheren Beitrag haben. Ja, ja. Wie kam es dazu, dass du in Mexiko dein Zivil gemacht hast? Jetzt gibt es ja das Programm Weltwärts. Damals war es noch Zivilersatzdienst, also man hatte die Möglichkeit, entweder beim Bund den Militärdienst quasi abzuleisten oder Wehrdienst abzuleisten oder einen Zivildienst in Deutschland. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich eben zu bewerben auf jetzt heißt freiwilliger sozialer Dienst im Ausland. Mhm. Und für mich war das klar, irgendwie auch mal aus der Komfortzone. Deutschland war so ein kleines Dörfchen in der Nähe von Augsburg, in dem ich aufgewachsen bin, da auch mal rauszugehen und in eine andere Kultur einzutauchen, richtig eine andere Sprache zu lernen, nicht nur quasi in der Schule, aber da auch quasi eine andere Lebensrealität wahrnehmen zu dürfen, dadurch eben dann die Möglichkeit in Guadalajara, in Mexiko, also zwischen Mexico City und dem Pazifischen Ozean, da ein Jahr zu verbringen und in einem Waisenheim zu arbeiten, aber eben auch in einem Straßenkinderprojekt, wo wir dann über Zirkus
Selbstvertrauen und einfach Teamwork und Freude an die Kids weitergeben konnten. Und da war für mich schon so ein Moment, wo ich sage, da kann die Kunst einen Beitrag leisten, einen aus der Lebensrealität so kurz rauszunehmen, zu zeigen, hey, du hast wahnsinnige Talente, du kannst was schaffen. Weil das ist ja gerade so, wir brauchen diese Momente, wo wir uns selbst anders wahrnehmen oder einfach unsere Selbstwirksamkeit auch spüren können. Und da ist der Zirkus eine tolle Möglichkeit, weil es den Wettbewerbcharakter rausnimmt, sondern es ist immer was Gemeinschaftliches. Ja, das finde ich schön. Wettbewerbscharakter rausnehmen, was Gemeinschaftliches ist. Ja. Und vor allem bei den Kindern anzufangen. Das ist ja ein ganz wertvoller Beitrag, ne? Also schon in jungen Jahren einfach auch dieses sich selbst zu vertrauen zu stärken. Auf jeden Fall, weil die werden unsere Zukunft mitgestalten. Und je mehr wir da, also du hast ja, glaube ich, selbst auch einige Kinder, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe jetzt 2 Kids und da lernt man jeden Tag auch so viel und will natürlich denen einfach auch das beste Umfeld geben, um zu wachsen, um quasi selbst so die eigenen Vorstellungen noch zu übertreffen. Aber natürlich auch nicht zu viel zu geben, sondern auch ihren eigenen Weg geben lassen. Da sind wir wieder bei einem Balanceakt, glaube ich, auch als Papa. Wie kann man da die richtige Mischung finden. Das finde ich auch schön, dass du das als erstes gesagt hast, ne? Dass du Papa und verheiratet und so weiter. Das zeigt auch den Stellenwert der Familie so in deinem Leben, denke ich. Und ich denke, auch so sich als Lebensbegleiter der Kinder zu sehen, ja, und von ihnen wiederum zu lernen, also so auch ein Stück weit auf Augenhöhe, natürlich schon auch in der Verantwortung zu sein, klar, aber auch auf Augenhöhe sich zu sehen und sich auch inspirieren zu lassen, das ist Zirkus natürlich eine tolle Idee. Ja. War das letztendlich die Inspiration dafür, was du heute beruflich machst? Ja und nein. Ich würde sagen, der Zirkus, der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Der Zirkus hat dann die Türe auch zu Dundu geöffnet. Mhm. Ich habe in Stuttgart eigentlich danach eher einen, in Anführungszeichen, seriösen Weg eingeschlagen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben zum dualen Studium bei IBM. Also es waren 3 Jahre studieren, arbeiten, aber unter anderem da auch in Indien arbeiten und in Amerika studieren. Aber der Zirkus und diese Community, weil Zirkus ist tatsächlich sehr viel teilen. Der kann den Trick, ich kann den Trick. Wie kann man da was zusammen machen? Da ist ein besonderer Vibe in dieser Community. Und den habe ich dann sowohl in Stuttgart habe ich da eine tolle Community wieder getroffen, als auch auf den Reisen. Und zurück in Stuttgart hat mich dann eben ein Zirkusfreund an den Wagenhain dann zu Dundu mitgenommen. Und der Gründer von Dundu und Erfinder von Dundu, der Tobias, mit dem war ich eben sofort auf einer Wellenlänge. Und eben Dundu steht für Du und Du und ist ein Großpuppenprojekt. Das heißt, es sind bis zu 5 Meter große Figuren, die im Kollektiv bewegt werden. Sie haben kein Gesicht. Ich glaube, wir können ja vielleicht unten einen Link dazu machen, unbedingt, weil es ist immer schwer in Worte zu fassen, was diese Figuren machen. Aber tatsächlich dieses 5 Personen verschmelzen an diesen Figuren dann zusammen mit der Musik zu einem Organismus. Die Figuren sind auch illuminiert, das heißt ein ganz toller magischer visueller Effekt. Und das hat mich dann tatsächlich total in den Bann gezogen. Ja, also das muss man kurz erklären. Also wir packen die Links auf jeden Fall in die Shownotes, weil das sehr, sehr beeindruckend ist. Auch mit welcher, Grazie oder mit welcher Eleganz, besseres Wort, mit welcher Eleganz tatsächlich die Puppen bewegt werden. Das sind 5 Meter hohe Puppen. Ich weiß nicht, aus was bestehen die, so Drahtgeflecht? Wir sagen immer dem Stoff, aus dem die Träume sind. Okay. Und wirklich? Also ist irgendein Leichtbau wahrscheinlich, ne? Der dann beleuchtet ist. Genau, Leichtbau. Genau, innen drin eben mit Lichttechnik und ansonsten eben verschiedene Phasen zusammengepackt mit magischen Stoffen, die dann eben den Dundu formen und eben sehr leicht, dass man eben auch in der Größe noch handeln kann. Ja. Und wofür bucht man euch? Also ist das so eine Messeattraktion oder ein Kunst-Performance-Event oder so? Es ist ein ganz breites Spektrum, wo wir eingesetzt werden. Jetzt letzte Woche waren wir in Amsterdam auf so einer Art Business-Festival-Konferenz. Mhm. Ansonsten haben wir auch sehr viel im Kulturbereich. Wir machen auch sehr viele soziale Aktionen. Das heißt, wir gehen dann mit dem kleinen Dundu, sei es in Flüchtlingsheim oder in Kinderkrankenhaus. Wow. Also so eine Mischung. Ich bezeichne uns manchmal auch als Robin Hood der Performing Arts, weil wir eben schon auch kommerzielle Auftritte machen. Das heißt dann auf Messen oder neue Autopräsentationen. Aber da sind wir eben der Garant dafür, da wirklich emotionale Momente zu bringen, weil oftmals sind eben sehr viele
Also oftmals passiert sehr viel alles im Kopf und der Dunu schafft es dann wirklich eben durch die, ja, durch diese Traumwelt, durch die Musik und dann eben die Grazie, die Leichtigkeit von der Figur, uns kurz auch mal wieder so in dieses Staunen, was größtenteils eigentlich nur noch die Kinder haben, dieses mit großen Augen staunen und der Mund öffnet sich, das dann zu den verschiedensten Events zu bringen. Von dem her sind wir da eben so flexibel einsetzbar. Wir machen aber auch eigene Theaterstücke. Und das Schöne ist eben auch, da es keine Sprache braucht, dass es eben von Los Angeles bis Taiwan rund um den Globus funktioniert und da aber auch so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das ist eigentlich für mich so dieser magische Moment, dass Leute, egal wo sie herkommen, egal ob sie viel Geld haben, wenig Geld, egal welche Hautfarbe sie haben, da ist so ein gemeinsamer Moment der Menschlichkeit. Und das sehe ich auch als die tiefere Botschaft, die der Dunu da rund um den Globus tragen darf. Ja, wie lange gibt es euch jetzt schon? Also die Idee von Dunu, die spukte bei Tobias, glaube ich, schon um die Jahrtausendwende im Kopf herum, aber 2006 wurde dann der erste Dunu gebaut, zusammen mit Stefan. Der Stefan macht diese wunderbare Chormusik zu den Performances. Ging es dann 2006 eben los und dann, würde ich sagen, 2011, 2012 ist dann der Motor richtig mit angesprungen. Also ich habe das ganze Projekt 2009 kennengelernt und habe dann seitdem eben sowohl die künstlerische Seite weitergebracht, aber vor allem auch mit einer quasi wirtschaftlichen, visionären Brille da auch geschaut, wie kann man da noch mehr Menschen erreichen, wie kann man das Potenzial, was in dieser Message du und du steht, also wirklich Menschen zusammenbringen, wie kann man das noch mehr um den Globus treiben. Ja. Stark. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so ein Wanderzirkus, wenn du sagst, fünf Leute bedienen quasi eine 5 Meter hohe Puppe? Wie groß ist euer Team? Das Team so komplett sind zurzeit knapp 40 Leute, davon jetzt aber auch wirklich viele festangestellt. Also wir haben ein festes Ensemble, eine LED-Forschung, eine Werkstatt und Tobias arbeitet jetzt auch gerade schon an noch 9 Bauten, also einer 7 Meter großen Figur. Von dem her ist es ein sehr großes, aber auch ein sehr kreatives Team, wo sagt, es kommen dann Handwerker zusammen mit Tänzern, mit Künstlern, aber auch mit dann Wirtschaftler oder Leuten mit einer wirtschaftlichen Brille. Und diese Heterogenität in der Gruppe macht es eigentlich so schön, dass da immer was Neues und was Größeres entstehen kann, weil eben die verschiedensten Bereiche zusammenkommen, aber eben halt auch mit dem Spirit was zu bewegen. Okay. Das heißt, das sind jetzt ungefähr wie viele Mitarbeiter, die ihr habt? Ungefähr? Zurzeit sind 15 festangestellt und 15. Dann eben jetzt dann, weil du meintest, Wanderzirkus, wir haben jetzt auch oftmals an Wochenenden dann verschiedene Buchungen. Jetzt nächste Woche geht es nach Portugal auf ein Puppentheaterfestival. Parallel haben wir aber auch noch im Frankenland einen Korbmarkt, wo wir spielen. Letztes Wochenende war noch eine lange Shoppingnacht hier in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, es sind da ganz breite Einsatzgebiete und teilweise im Sommer sind dann auch mal 25 Leute an dem Wochenende unterwegs auf den verschiedensten Events. Und da ist dann eben Teamwork ganz wichtig, weil wir jetzt auch nicht immer in den gleichen Konstellationen spielen, sondern auch die Teams manchmal dann tauschen. Also es gibt einen Kopf- und Rückenspieler, zwei Beinspieler und zwei Armspieler. Und da hat jeder von unseren Performern eben auch Präferenzen, was er besser spielt. Aber da ist auch immer noch sehr viel Work in Progress, also auch, wie kann man die Figur am besten bewegen, wie kann man ihr wirklich Atem einhauchen, weil ja, ist eben immer noch Forschung an was Neuem, zum gewissen Punkt, auch wenn es ihn jetzt schon knapp 13 Jahre gibt. Ja, wie trainiert man sowas? Also ich habe mir die Videos angeschaut und das ist erstaunlich, wie lebendig die Puppen wirken, obwohl sie ja kein Gesicht haben. Ne? Also es ist ja wirklich ein abstraktes Gebilde. Man erkennt, dass es eine menschliche Figur ist oder eine Figur. Wie schafft man das, dass das zu koordinieren? 5 Leute, die ja dann über so Stangen, habe ich gesehen, ne? in schwarzer Kleidung einfach auch dafür sorgen, dass diese Lichtgestalt sich dann so elegant bewegen kann? Also sehr viel Arbeit an der Figur, aber auch viel Arbeit ohne die Figur. Also tatsächlich durch Übungen aus dem Theater, Schauspielübungen, wie kann sich, also viel auch Rhythmus, wie kann eine Gruppe sich spüren, wie kann man sich verbinden? Und da sehe ich auch wieder, es gibt diese zwei Ebenen auch bei der Performance. Das eine ist, was beim Zuschauer passiert, wenn er diese Figur sieht, wenn sie ihn berührt. Aber was passiert dahinter ist, wenn man dann der Performance länger zuschaut, auch ein sehr spannender, eine sehr spannende Frage. Weil ich glaube, die Menschheit oder die Menschen haben schon auch eine Sehnsucht, sich zu verbinden. Ich glaube, das ist an sich was sehr Ursprüngliches, was wir in uns tragen. So seit dem Zeitpunkt vielleicht auch so die größte Verbindung, die der Mensch mit einem anderen hat, ist irgendwie so die Nabelschnur. Ja. Und ich glaube, diese Verbindung, die suchen wir unser ganzes Leben immer wieder. Und zurzeit machen es, glaube ich, auch oftmals unser
ja, unser Bildungssystem, aber auch so wie unsere Karriereleitern aufgebaut sind, nicht so leicht, weil es geht das viel zu viel um Ellbogengesellschaft und so das, ja, das Vorankommen von dem Einzelnen. Und ich glaube, der Dundu, der bringt da ganz auf eine ganz subtile Weise, wie dieses, als Gruppe kann man noch mehr erreichen, als ein Team, als ein Organismus. Und ich glaube, diese Ebene, die damit drin ist, dass wir uns auch als ein Organismus verstehen, wo jeder seinen Teil beitragen kann zu einem Größeren, das ist, was beim Zuschauer so ankommt. Aber genau, du hast ja gefragt, wie trainieren wir das? Der Atem ist das Essentiellste beim Puppenspiel. Also wie können wir zu fünf einen gemeinsamen Atem finden und diesen Atem dann auf die Figur übertragen? Und ansonsten, klar, bei den größeren Figuren ist natürlich auch eine physische Ebene mit dabei, dass es auch teilweise schwer ist, über die Hebel da sich gegenseitig zu spüren. Und ja, man muss aber auch auf jeden Fall sagen, der Tobias hat da schon noch sehr geniale Figuren gebaut, also wirklich auch mit Gelenken, wo ist der Anschlagpunkt, dass das Knie nicht überstreckt. Also es sind verschiedene Ebenen, die da drin liegen, aber tatsächlich diese Teamkomponente sehe ich schon auch selbst nach knapp 10 Jahren im Projekt für mich immer noch sehr inspirierend, da zu einem Wesen zu verschmelzen. Und diese, oftmals ist es ja auch, es geht nicht dran, selber so viel zu produzieren, sondern zu schauen, was will die Gruppe und was will die Figur. Weil wenn dann jeder 5 verschiedene Bilder hat, wird es sehr schwierig, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern da tatsächlich diese 5 Gehirne und auch die 5 Herzen verschmelzen zu lassen, dann zu einem. Und das ist ein Prozess, wo wir das Publikum teilhaben lassen. Und ich glaube, da geht auch ein großer Teil der Faszination von Dundu heraus vor. Ja, und das Ergebnis sieht man ja dann tatsächlich in der Performance. Ja, also dieses Verschmelzen schon im Team, in der Vorbereitung und dann letztendlich auf der Bühne. Ich finde das ein sensationelles Bild, einfach zu beschreiben oder auch zu inszenieren, es spannend zu machen, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind, egal ob wir das jetzt so für uns mit unserem Ratiohirn begreifen können oder das auch emotional verstehen wollen. Die Frage, gab es so in deiner Laufbahn mit dem Team, mit euren ganzen Auftritten, gab es so einen ganz bewegenden Moment, den du mit uns teilen kannst? Also ein Moment, wo ich auch diesen Impact gespürt habe, das war am 1. Januar 2013. Wir waren für ein Hotel in Ägypten gebucht über Weihnachten und haben dann aber gesagt, Ägypten ist gerade ein sehr herausforderndes Terrain, es war zwischen den beiden Revolutionen, kann man sagen. Wir haben gesagt, okay, lass uns ein Auto mieten, beziehungsweise mit Fahrer ist dann jemand gekommen, hat uns mit nach Kairo gebracht und wir haben da auf dem Tahrirplatz gespielt. Und da hatte ich schon das Gefühl, es war auch ein langes Hin und Her im Team. Also soll Kunst überhaupt eine Aussage haben? Ist es jetzt ein Peace Walk? Aber da eigentlich vielmehr ein Zeichen zu setzen für Menschlichkeit, für die Verbindung, die Stärke ist als quasi die verschiedenen religiösen Ansichten, die man hat, eben dieses Menschsein. Das war auf jeden Fall für mich so ein Gänsehaut-Moment. Und da sehe ich auf jeden Fall auf der ganzen Welt gerade noch viel mehr, also Potenzial über künstlerische Aktionen, über künstlerische Interventionen, da auch gerade im öffentlichen Raum Beiträge zu leisten für, ja, dass Menschen zusammenkommen. Also wir haben jetzt quasi in Europa gerade nicht die großen Kriege, aber weltweit gibt es da schon auch noch viel zu tun. Und da denke ich mir, manchmal, wenn es auf der politischen Ebene nicht weitergeht, kann da vielleicht die Kunst über die Gefühlsebene, über die Herzebene wieder eine neue Verbindung schaffen. Und ja, gerade wenn man sieht, Trump will eine Mauer in zwischen Mexiko und Amerika bauen, der Brexit kommt, sind ja schon viele Themen, wo ich sage, geht es in die richtige Richtung? Und da sehe ich eben die Kunst auch wieder als ein Herzöffner für solche Diskussionen. Ja, wenn man mal in die Historie schaut, dann ist ja Kunst genau dafür. Ja? Also das Bühnenprogramm war ja immer auch ein gesellschaftskritisches Instrument, um einfach auch Gespräche oder Dialoge in Gang zu bringen. Also das finde ich extrem wichtig, dass man das immer auch so ein bisschen im Hinterkopf behält, neben dieser ganzen Geschichte des Business machen, ne? dass man, und das finde ich so toll bei euch, dass das einfach immer mitschwingt. Ne? Also die Botschaften, die uns Menschen eigentlich immer bewegen, schon immer bewegt haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es sollte fast einen Schritt weitergehen, weil oftmals ist eben Kunst, man sieht so, man geht ins Theater, man lässt sich unterhalten, man geht ins Musical und ich glaube tatsächlich auch, Leute zu begeistern, selber künstlerisch tätig zu werden, ist eigentlich dann der nächste Schritt, was wir teilweise auch durch unsere Workshops schaffen, wo wir dann die Teilnehmer, sei es jetzt an der Uni, aber auch im Unternehmen, zu Puppenspiel werden lassen und so dann auch spüren, was heißt denn Teil von einem Organismus zu sein, also da und ob man das über Musik macht, über Puppenspiel, über Jonglage, ich glaube, das sehe ich so als unsere nächste Ebene, dass wir sagen, wir teilen unsere Performances, wo der Zuschauer
in Anführungszeichen noch Konsument ist, also Zuschauer. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist wirklich auch Menschen zu inspirieren, das selber kreativ tätig zu werden. Und Kreativität ist ja sowieso das große Thema. Dadurch, dass Maschinen mehr und mehr von den redundanten Tätigkeiten übernehmen, dass wir als Mensch, glaube ich, so das nächste Level an Menschsein auch erreichen können. Und da hilft die Kreativität auf jeden Fall, das ein oder andere Potenzial noch freizulegen. Ja. Erzähl mir mal von den Workshops, das finde ich sehr spannend. Das heißt, ihr kommt dann auch zu den Leuten hin oder gibt es Orte, an denen man sich einfindet, um dann... Also wir haben teilweise offene Seminare, aber klassisch ist, dass wir dann gebucht werden bei Teamentwicklungsprozessen und da auf einer anderen Ebene dieses Gespür von Verbundenheit zu ihnen bringen. Und wir bringen da sowohl die kleinen Dunderfiguren mit, die eben mit 10 Stäben ausgestattet sind. Das heißt, da können im besten Fall könnten 10 Leute dran spielen, aber da merkt man auch, was passiert, wenn zu viele Leute an einem Organismus sind und mit 5 bietet es sich dann an. Aber was wir jetzt neu haben, ist das Puppet Thinking. Das heißt, es ist eine Kollision aus Design Thinking und Puppenspiel, wo wir auch eigene Puppen bauen lassen, wo man auch tatsächlich in dieses Persona-Building und das Prototypen mit einsteigen kann. Und durchlaufen da quasi 3 Phasen. Zunächst mal die Puppe selbst zu bauen, also selber einen sogenannten Mini-Wii zu entwerfen. Oh, cool. Ja. Dann eben auch das Puppenspiel, die Puppenanimation, wo wir eben die Prinzipien des Puppenspiels, der Atem, der Fokus und die Fixpunkte an die Teilnehmer weitergeben. Und als letzten Teil gibt es dann einen Storytelling-Aspekt, wo dann die Leute in Gruppen zusammen kleine Erfolgsgeschichten, kleine Superhero-Geschichten kreieren. Und da machen wir sehr gute Erfahrungen, dass eigentlich so die Show mit Dundu ist ein visueller Anker, aber tatsächlich die Leute nach selbst ins Machen zu bringen, ist noch sehr viel stärker. Ja. Vielleicht eine Frage auch mal in die Zukunft gerichtet. Thema Digitalisierung, was verändert sich so aus deiner Perspektive in Zukunft bei uns in der Mitmenschlichkeit, in der Kommunikation, was vielleicht sogar auch euer Puppenspiel einfach auch so wichtig macht als Botschaft? Die ganze Thematik ist ja dieses New Work, was kommt da auf uns zu, fallen unsere Jobs weg? Und ich glaube, es werden sehr viel mehr Jobs entstehen, wo wir WeQ brauchen, also nicht mehr der Individuelle, sondern wo wir als kollektive Intelligenz zusammenarbeiten und da jetzt durch unsere Workshop, aber überhaupt durch Kunst, kann man da Menschen wieder näher zusammenbringen und einfach auch mal über Themen wie Kommunikation und Kollaboration neu nachdenken lassen, weil ich glaube, die Digitalisierung stoppen kann sie keiner und will sie auch keiner, weil da ist ein riesen Potenzial mit drin. Eigentlich geht es eher darum, eben halt auch zu fragen, was soll die Rolle des Menschen da in Zukunft sein, wie können Menschen durch eine stärkere Verbindung noch mehr voneinander lernen und quasi auch dieses Netzwerkdenken noch besser praktizieren lernen. Ich finde, das ist ein ganz spannender Austausch, weil ich glaube, fast auch durch die Digitalisierung werden wir wieder mehr zueinander kommen. Ja, also einmal haben wir die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Grenzen hinaus. Also wir sind jetzt nicht nur darauf beschränkt, irgendwie jemanden zu kontaktieren, der in so unserem unmittelbaren Umfeld ist, sondern wir können uns aussuchen, mit wem wir sprechen. Vorausgesetzt, man führt diesen Dialog natürlich auch. Und auf der anderen Seite, Maschinen übernehmen immer mehr Aufgaben, die wir Menschen vorher ausgeführt haben. Und somit haben wir die Möglichkeit, einfach auch mit anderen, mit Menschen zu interagieren, andere zu befähigen. Ja? Also ich glaube, da ist viel mehr auch möglich. Natürlich auch Gefahren, und das will ich gar nicht ausklammern, sondern viele, viele Chancen eben auch, ne? Wieder enger zueinander zu finden. Ich denke auch, also ich glaube, alles, was digitaler wird, braucht doch wieder eine Art von analoges Gleichgewicht. Genau. Und von dem her, ja, wenn es manchmal die Diskussion gibt, was passiert mit AI, sage ich auch mal, vielleicht ist AI ja auch die analoge oder die Artistic Intelligence, die wir dann noch rauskitzeln können. Sehr geil. Und es ist nicht alles nur die Artificial Intelligence. Oder es sind verschiedene Ebenen, die damit drin liegen. Und ich glaube auch, es ist eine große Chance für die Menschheit, da die Menschlichkeit wieder hochleben zu lassen. Ja. Meine Frage, wie skaliert ihr euer Business? Also wie schafft ihr es, jetzt auch mehr Auftritte zu machen? Gibt es da Pläne? Verschiedene Pläne. Also das eine ist natürlich eine Internationalisierung, wo wir jetzt auch schon eine Zeit lang dran sind, zu überlegen, auch ob Amerika der nächste große Markt wird oder eben auch nach China zu gehen. Da
sind wir dran. Wir waren jetzt im letzten Jahr in Amerika in einer großen TV-Show, jetzt aber auch im Frühjahr in China und sehen auf beiden Märkten, ist ein Riesenpotenzial. Und auch wir, wenn wir uns irgendwie Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben wollen, dann ist es irgendwann nicht mehr nachhaltig, auch immer mit 10 bis 15 Leuten dann hier mal nach Amerika zu chatten und dann nach China. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt, wo wir angreifen wollen und müssen. Einfach auch wieder ansonsten, wenn es dann immer zu teuer wird, die entsprechend einzufliegen, ist es dann jedenfalls auch wirtschaftlich interessant, auch zu sagen, okay, man spart sich die Air-Cargo-Kosten und man hat dann auch ein lokales Team. Da muss man aber halt auch Schritt für Schritt denken, weil die Kunst ist da schon, glaube ich, auch in der Digitalisierung ganz spezieller Markt, weil viele auch so Digitalisierungsexperten sagen einfach auch, es gibt natürlich auch digitale Kunst, aber das, was wir als Analoges machen, ist ja eigentlich so eine Art, ich nenne es manchmal Blumengroup-DNA. Also wir können skalieren, weil eben es ist jetzt nicht eine Person, die vorne steht, sondern es ist eher die Figur und die gibt es jetzt ja auch schon. Also wir haben 8 von den großen Donuts und werden da auch weiterbauen. Und je nachdem auch mal schauen, was da der 3D-Druck in der Zukunft noch bringt. Ja, ein anderer Aspekt, wo wir jetzt quasi noch mehr auf Tour sein wollen, ist auch die Idee von einer eigenen Show, also eine Art Cirque du Soleil der Puppen, wo wir dann auch mit Dundo auf Tour sind. Auch wenn da der eigene Anspruch schon auch wäre, das soll nicht nur sein, die Zuschauer kommen, hocken sich hin, lassen sich 2 Stunden quasi, jetzt berieseln wir jetzt böse ausschauen, aber lassen sich 2 Stunden bespielen und gehen dann wieder, sondern da träume ich schon eigentlich davon, dass man so eine Arena dann den Tag über bespielt, also eher eine Art von Konferenz mit Workshops, abends gibt es einen Showteil, aber am Schluss wird die Showbühne dann noch zur Tanz, vielleicht Thema Co-Creation, weil ich glaube, solche Momente suchen wir und deshalb werden ja auch so Großveranstaltungen zurzeit gefühlt immer noch mehr und ich glaube, da ist zurzeit so klassisch auch, wie die Räume gestaltet sind, wie die Oper, wie Theater gestaltet sind, noch gar keine so eine große Möglichkeit da und da träumen wir natürlich schon groß, dadurch, dass wir mit Dundo im öffentlichen Raum einfach so tolle Erfahrungen machen und müssen da eben schauen, was ist so eine Location, um dieses ja, Gefühl noch zu skalieren. Ja, ja. Wie gibt es Überlegungen von euch, wahrscheinlich gibt es das vielleicht auch in eurer Community schon, wie ihr quasi, ich nenne es mal Medienbruch umgeht, also ich besuche eure Veranstaltung, erlebe euch, wie du jetzt gerade schön ausgeführt hast, in einem ganzen Tag mit Workshops und so weiter und so fort. Was passiert danach? Also habe ich danach die Möglichkeit, auch mit den anderen Besuchern des Events irgendwie noch Kontakt zu haben oder höre ich von euch noch über irgendwelche Kanäle? Wie schafft ihr es, dass die Verbindung dann gehalten werden kann? Genau, das ist ganz spannend, dass dieser gemeinsame visuelle Anker, der tatsächlich passiert, dieses Gefühl auch digital weitergetragen werden kann. Klar sind wir auch auf den Plattformen unterwegs, auf Facebook, auf Instagram, aber da, ja, wie soll man sagen, da sind es dann oftmals die Bilder, die Leute verbinden was mit den Bildern, aber da haben wir, glaube ich, auch noch weitere Hausaufgaben zu tun beim Community-Building. Also auch, dass wir sagen, es gibt dann mal eine Backstage-Führung bei uns am Dundo-Space, an den Wagenhallen, dass da noch mehr, eigentlich das dahinter auch beleuchtet werden kann. Auch wenn zum gewissen Punkt, was so Dundo Stärke ist, aber vielleicht auch, ich will nicht sagen, eine Schwäche, sondern eine Herausforderung, die Geschichten, die wir mit Dundo erzählen, sind sehr universell, weil eigentlich was passiert und was auch so eine Grundtendenz beim Puppenspiel ist, dass es so ein Dialog ist zwischen Publikum und Puppe. Die Puppe macht was und nicht durch die Aktion, sondern eigentlich eher durch die Pause in der Aktion passiert was beim Zuschauer, dass er das Ganze interpretieren muss. Das heißt, was wir eigentlich machen ist, dass wir die Zuschauer zu ihren eigenen Geschichtenerzählern machen. Und da wäre es natürlich spannend, was sind die verschiedenen Geschichten, die Leute in dieser Performance gesehen haben, weil klar, viele sagen, es ist schön, awesome, es war so ein toller Moment, aber es war jetzt auch ein Moment, an den ich gerade denken muss, in Chile haben wir auf dem großen Straßentheaterfestival gespielt und dann kam nach der Show eine Familie zu uns und von denen ist ein Kind, sie hatten zwei Kinder, ein Kind ist gestorben und die sind nachgekommen und in der Geschichte war eben auch der kleine Dundo mit dabei und sie haben gesagt, hey, sie haben ihren kleinen Bruder in der Geschichte gesehen und das war eben halt auch so ein ritueller Moment, wo der kleine Dundo dann abgehoben ist und da haben wir natürlich auch Gänsehaut gehabt, wenn wir sagen, in der Geschichte, die wir da erzählt haben, haben sie nochmal eine ganz andere Ebene mit rein interpretiert. Also wie diese Vorstellungskraft da wieder auf verschiedenen Ebenen angesprochen wird, da ist der Dundo sehr, sehr stark. Ja, also im Grunde eine kreative Plattform, um auch verschiedene Perspektiven einfach auch zuzulassen. Ne? Also einmal eure natürlich mit der Inszenierung und dann natürlich auch die des Betrachters.
Genau, dass wir quasi uns eine Storyline ausdenken, ja, die auch mit Leben füllen, aber ja, der Betrachter auch immer noch eingeladen ist, selbst da einzutauchen. Und es passiert ohnehin, dass, wenn man ohne Sprache arbeitet, dass es zu einem gewissen Punkt offen bleibt. Aber das finde ich eigentlich auch das Schöne daran, diese, ja, Vorstellungskraft und diesen kreativen Motor da oben den anwerfen zu lassen beim Publikum. Ja, ja. Jetzt bist du natürlich hier in einem Personal Branding Podcast gelandet. Jetzt kommt meine Frage. Die Puppen haben ja für mich jetzt so als Außenstehenden und Betrachter und Interpreteur, ja, vielleicht auch, ja, eine symbolische Wirkung, die für jeden Einzelnen von uns stehen kann, ja. Die Puppen sind anonymisiert, das heißt, es gibt kein Gesicht, es gibt keine Identität, die vorgegeben ist, sondern ich kann der Puppe meine Identität geben oder die eines anderen Menschen, was eine schöne, ja, ein schönes Spiel zulässt. Wie wichtig ist es für euch, dass jetzt du zum Beispiel auch als Person oder ihr generell als CEOs oder auch die Mitarbeiter euer Unternehmen sichtbar macht, indem ihr selbst sichtbar werdet? Ich glaube, diese Ebene dahinter, die ist so, schon spannend. Also was für Leute kommen da zusammen? Weil es ja am Anfang ist dieses Mystische, was sind das jetzt für Personen? Sind das alle irgendwie Yogis, die jeden Tag 5 Stunden meditieren? Und da auch zu sehen, das sind in Anführungszeichen Leute wie du und ich, die sich aber auf dieses künstlerische Experiment gemeinsam eingelassen haben. Bei mir ist natürlich so, dadurch, dass ich auch das Marketing und so weiter mache, ist dann schon auch wichtig, die Geschichten dahinter zu erzählen. Also da auch die Leute abzuholen. Zum einen, wie kann man Dundo auch in Events einsetzen, aber auch, was ist die Geschichte dahinter und was ist die größere Vision, die wir damit nach außen tragen? Ja, und dass du natürlich in der Öffentlichkeit quasi als Markenbotschafter agierst, ne? Genau, dass man dann, wir haben ja auch, teilweise sind es dann auch Vortragslot, dass wir die Workshops machen, dass wir da auch den Teil hinter Dundo beleuchten, aber eigentlich viel mehr so ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, heißt Sea Art, dass wir da eine Plattform schaffen, wo verschiedene Künstler auch von uns lernen können, wie haben wir quasi diesen Sprung auf der einen Seite auch kommerziell unterwegs zu sein, aber trotzdem die künstlerische Vision nach vorne zu treiben und auch viel mehr Leute und Unternehmen einladen, auch in die Künste einzutauchen. Ja, und ich denke auch, ich meine, viele Unternehmen suchen ja nach außergewöhnlichen Möglichkeiten, ihre Botschaften zu transportieren oder Menschen zusammenzubringen, mit Menschen zu arbeiten. Also große Unternehmen beispielsweise, die Tausende von Mitarbeitern haben, aber auch kleinere Unternehmen, die einfach sagen wollen, wir wollen einfach mal aufmachen, uns öffnen für neue Ideen. Also ich glaube oder kann mir gut vorstellen, dass das ganz spannende Gespräche zwischen euch und denen wären. Gibt es momentan so ein Passion Project, wo du sagst, hey, das ist jetzt genau das nächste große Ding, das ist der nächste Schritt, an dem du gerade arbeitest oder ihr? Oh, das sind ein paar spannende Projekte. Also zum einen ist eine längere Produktion über Weihnachten geplant in Spanien, im Weihnachtszirkus. Und für uns, dadurch, dass wir oftmals auch so eventgetrieben sind, ist es dann auch mal schön, eine Show auch mal länger zu spielen. Und ansonsten die zwei quasi jetzt, ich sag mal, Leuchtturmprojekte sind schon die Internationalisierung, auch zu überlegen, an der Westküste oder Ostküste einen Standort aufzumachen in Amerika und auch die eigene Show. Dass wir sagen, da ist eher so ein bisschen die Herausforderung, auch die Heterogenität in der Gruppe, dass das so viele verschiedene Ideen sind, das wieder zu kanalisieren für den nächsten großen Schritt. Ja. Und ansonsten der zweite oder der in Anführungszeichen jetzt dritte Aspekt ist dann auf jeden Fall auch mit den Workshops da noch mehr Impact zu haben, dass wir sagen, wir sind schon so gut mit den Shows unterwegs, wie können wir da noch mehr Anknüpfungspunkte finden und setzen, dass Leute da selbst eintauchen, auch dieses Puppenspiel als eine Metapher für Teamwork sich erfahrbar machen lässt. Mhm. Kannst du nochmal so mit deinen Worten beschreiben, damit die Zuhörer auch wissen, wann sie euch kontaktieren, wen ihr genau ansprecht? Also für die Events sind im Prinzip Marketingabteilungen und Unternehmen, die für ihre Veranstaltung einen ganz besonderen emotionalen Moment erfahren wollen. Wir inszenieren da sowohl Marken als auch Produkte, aber bringen eigentlich über diesen anderen Ebenen hinweg eigentlich ein Gefühl von Menschlichkeit.
zu der Veranstaltung. Bei den Workshops ist das Eintauchen in die Welt des Puppenspiels und hier auch zu sehen, wir sind Teil von einem größeren Organismus und jeder Beitrag von Einzelnen ist wichtig. Und da über den künstlerischen Weg können wir da Augen öffnen, was hat der gemeinsame Atem an der Figur auch mit der Unternehmensvision zu tun? Wie können der Fokus, den man an der Figur da noch hat, was hat das auch damit zu tun, das größere Bild im Unternehmen zu verstehen, dass man sagt, ist man wirklich nur der Arm oder quasi der linke Arm ist Marketing, der rechte Arm ist die Buchhaltung, wie können die zusammenarbeiten? Und auf einmal merkt man, ja, wir sind ein Körper und wir müssen zusammenarbeiten, weil wenn wir uns nicht koordinieren, klappt das Ganze nicht. Also über diesen Perspektivenwechsel können wir da eigentlich eine ganz spannende Ebene vorbringen. Stark. Sehr, sehr stark. Das sehe ich auch in vielen Unternehmen, dass das oftmals sehr isoliert gesehen wird, was ja grundsätzlich richtig ist, weil man natürlich selber so in dieser Fachabteilung drinsteckt. Aber zu begreifen, dass man in einer ganzheitlichen Betrachtung des Unternehmens Teil eines Organismus ist, eines Unternehmens ist, das ist eine wichtige Erkenntnis, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, weil so das Daily Business immer wieder dafür sorgt, dass man dann reingesogen wird, so in seinen Fachbereich, ne, und sich wenig damit auseinandersetzt und sagst, okay, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die andere Abteilung, ne, oder auf das Unternehmen per se? Genau, da den größten Zusammenhang zu verstehen und diese Verbundenheit zu spüren. Stark. Fabian, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet und ich würde dich einfach mal bitten, so mit einem Wort und mit einem Satz ganz kurz zu antworten, was dir dazu einfällt. Super, go for it. Frage Nummer 1. Was ist deine Mission in einem Satz? Sharing the light durch Kunst, durch Menschen zu verbinden. Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Der eine oder andere weiß vielleicht schon davon, aber ich bin ein leidenschaftlicher Clown. Also ich, über die rote Nase kann man da auch Menschen erreichen und ich gebe auch Keynotes, wo ich jongliere und eben spreche über wirtschaftliche Zusammenhänge, das Menschsein. Um das noch auszuführen, du jonglierst und sprichst gleichzeitig die ganze Zeit. Genau. Also nicht die ganze Zeit, teilweise lasse ich auch die visuellen Bilder sprechen, aber ich habe da so verschiedene Nummern, wo man eben, ich nenne es Startup-Juggling, wo man eben dann über Jonglage Tricks und Patterns kann man dann eben halt auch so die Startup-Welt im Vergleich zur Corporate-Welt darstellen. Cool, also man kann dich auch buchen als Speaker. Genau, ja. Schön. Habe ich auch so noch nie gesehen. Also ist für mich jetzt auch echt eine Alleinstellung, dass ein Speaker auf der Bühne auch noch anfängt, artistische Einlagen zu bringen. Stark. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Zurzeit ist es auf jeden Fall Dundu, dass ich quasi auch oft als Mr. Dundu angesprochen werde. Wie gesagt, das nächste Projekt ist für mich dann auch Sea Arts, also das Ganze über Dundu hinweg, über alle Künste quasi da, jemand zu sein, der die Augen öffnet für die Künste, aber auch so in die Künste eintauchen lässt. Das ist mein Ziel. Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss? Bei mir war es vielleicht nicht der Moment, sondern eher diese Auslandsziele, also diese Zeit, wo ich auch in die Straßen, Theater und Kunst in Mexiko eintauchen durfte, dass ich gesagt habe, die Künstlerszene ist für mich ein Ort, wo sehr viel wächst, wo sehr viel Kreativität da ist, wo sehr viel geteilt wird. Und ich glaube, diesen Spirit, den trage ich immer noch in mir und will einfach mehr Orte schaffen, wo so geteilt wird, wo so eine Möglichkeit da ist, sich auszutauschen. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Das Wertvollste. Ich glaube, zu einem gewissen Punkt auch so die analoge Intelligenz, die noch in uns Menschen liegt, dass wir da nicht immer alles digital outsourcen, dass wir uns da auch unser kreatives Selbstvertrauen ab und zu verlassen können, uns da noch mehr vernetzen mit anderen und das wachsen lassen. Das finde ich sehr schön übrigens auch. Und auch das wiederum habe ich in euren Puppen gesehen, in den Filmen, die wir, wie gesagt, in den Shownotes auch verlinken, dieses Brückenbauen zwischen digital und analog. Also das ist nicht nur das eine oder das andere, da der Fokus gesetzt wird, sondern dass man einfach auch spürt und emotional erleben kann, dass das beides einfach auch zusammen funktionieren kann. Ja. Drei Internetressourcen oder Mobile-Apps, die du uns empfehlen kannst. Gibt es da was, was du... Also nachdem wir sehr viel auf Tour sind, bin ich auch ein Freund von Audiobooks und da gibt es die App Script. Es ist quasi eine Plattform, wo so ein bisschen wie Audible, aber eher wie Netflix aufgebaut, kann man sagen, wo es diversen tolle Hörbücher gibt,
größtenteils auf Englisch, aber von Spiritualität über Businessbooks, über dann auch Romane. Und da finde ich immer wieder sehr tolle Sachen. Das Tolle ist auch, da gibt es auch Klaviernoten, weil ich auch Musik mache, gibt es da halt einfach auch verschiedenste Klaviernoten. Und Script finde ich da eine sehr tolle Ressource. Das andere noch, ich komme ja eigentlich eher auch so wirtschaftlich und künstlerisch, und ab und zu will man auch mal ins Programmieren reinschauen. Da habe ich Mimo gefunden, ist ein Startup aus Österreich, und das ist eigentlich auch mit Gamification ausgestattet und so, ja, so für alle Nicht-Techies, um da ein bisschen in das Programmieren reinzukommen, eine tolle Plattform. Sehr cool. Mimo. Genau, also das I und das O ist dann quasi eine 1 und ein O, eben fürs Programmieren, ein 0, 1 und 0. Ja. Und ja. Sehr cool. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Auch über Script gefunden von Ray Kurzweil, der ist ja auch der Artificial Intelligence Leiter bei Google. Da hat er einen Roman geschrieben, heißt Danielle, Chronicles of a Heroine. Und beschreibt eben so aus der Sicht von der 8 Jahre älteren Schwester von ihr, wie sie quasi bis 21 die Welt verändert, von, also die Welt und die größten Probleme der Welt zum gewissen Punkt löst, von Wassermangel in Afrika über den Nahostkonflikt, also sehr quasi mit sehr vielen Utopien ausgestattet, aber hinten auch mit einem Aspekt und how you can be a Danielle, also wie kann man selber die Welt verändern. Und das waren sehr, ja, die letzten 2 Wochen eine sehr inspirierende Lektüre, beziehungsweise sehr inspirierend zum Anhören. Klar, an vielen Stellen so ein bisschen over the top auf der einen Seite, aber tatsächlich so don't question the possible, challenge the impossible. Das war da so ein bisschen drin gelegen, dass man eigentlich tatsächlich sich ja selbst seine eigenen Grenzen immer setzt, und fand ich sehr spannend, wie er da eben auch dann durch die technologischen Möglichkeiten da gezeigt hat, was eigentlich alles möglich ist, und sehr zu empfehlen. Stark. Vielen Dank. Also das vor allem mal eine Buchempfehlung, die wir hier noch nicht hatten. Dann kommen ja gerne auch die Klassiker. Welche 3 Interviewgäste würdest du hier Marken bei dem Podcast gerne mal hören? Wen sollen wir einladen? Also den Ronny Schüritz könnte ich mir gut vorstellen. Der ist beim KIT Doktor und hat auch gerade ein spannendes Startup mit Artificial Intelligence. Dann hier aus Stuttgart den Johannes Ellenberg, der hat ein Buch über den Startup-Code geschrieben und macht hier auch gerade sehr viel Community-Building und zeigt Leuten, wie sie ihr eigener Lebensunternehmer werden können. Und last but not least auch ein ehemaliger Kollege von IBM, der nach Amerika ausgewandert ist, der Moritz Bayer, der hat eine neue Plattform gestartet, die heißt Future Friday, also nicht Friday for Future, aber im Prinzip gibt es da auch Tipps, teilweise wie man in Elite-Unis in Amerika kommen kann, aber eigentlich auch eher so Personal Development, also wie kann man seinen eigenen Weg finden, was braucht es für Selbstdisziplin, aber wie wichtig ist auch Mentoring auf diesem Weg dahin. Ja, stark. Aufgeschrieben, und werden wir natürlich kontaktieren. Fabian, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage: Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ja, wie ich schon angefangen habe, dieses Create Your Own Fusion, sich darauf zu verlassen, dass in den richtigen Momenten einfach offen zu sein und dann die Sachen, die passieren, die zu verbinden und daraus sein eigenes Lebenskunstwerk zu machen. Create Your Own Fusion. Cool. Es war ein sehr sympathisches Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier mit dabei warst. Super, vielen Dank dir. Danke, Fabian. Bis bald. Bis dann.